Hallo meine Lieben, ja, heute ist Sonntag, ja, Pfingstsonntag, morgen ist Pfingstmontag und ich habe gedacht, gibt es vielleicht gute Botschaften an euch von den Engeln, ja, von den Himmel und du kannst auswählen, Stapel 1, 2 oder 3, ja, da fangen wir mal an. Hoppla, schon zwei Karten ist gerade gekommen, ja? Wahnsinnig. So. Noch eine Karte. Dankeschön. Das sind dann Hauptthemen, ja? Mit Lena und eins, zwei, drei. Orakel Pfingstsonntag. Gibt's da für dich? Die wollte raus. So rutschig ohne Tisch. Tischdecke. So. In der Liebe machen wir auch Stapel 1, 2 oder 3. Kann sein, dass es in Resonanz ist. Kann sein, dass es hier oder hier kannst auswählen, oder hier, so, oder nur hier und hier nicht. Du solltest alles auswählen, was für dich gut ist, bestimmt ist, ja, was dich anzieht, ja. Eine Karte, ja. Drei Karten. Drei Karten. Voilà. Also, dann beginnen wir. Stapel Nummer 1. Hund. Du hast die Fähigkeit und Kraft, wende alle deine Fähigkeiten an, um diese Situation zu lösen. Du schaffst es. Sag hier diese Karte. Und es hat mit jemand zu tun, Mann wie Frau, ja, oder ein Freund oder Freundin, Freundschaftskreisel, ja, hat es zu tun. Du hast die Fähigkeit und Kraft, wende alle deine Fähigkeiten an, um diese Situation zu lösen. Du schaffst es. Ja, 18. In der Liebe
Was hast du, Stapel 1? Probleme der Familie heilen. Dein Liebesleben profitiert davon, wenn du deinen Eltern vergibst. Zweite Botschaft. Rivale. Du oder dein Gegenüber, ja, oder wenn du einen Wunschpartner hast, sagt mir hier diese Karte, ja. Wenn dein Gegenüber repräsentieren, er ist zwischen zwei Menschen, ja. So sehe ich das, er ist zwischen zwei Menschen, ja. Oder du bist zwischen zwei Männern, ja, weiblich wie männlich, ja. Ich ziehe hier noch eine Karte. Es ist mir zu wenig hier. Was ist da gemeint? Noch eine Karte. Hier, was ist hier mit Rivale? Was kommt noch? Das ist eine Botschaft, wie man das noch besser deutlich kann. Eine Karte. Ja, also die Mäuse sind gekommen. Du oder dein Gegenüber hat Angst, ja, so sehe ich das, hat Angst und die Sonne bestätigt, ja, Rivale, ja, hat Angst, schau mal. Du oder dein Gegenüber wissen nicht von Rivale oder Rivale oder Rivalin oder ja, Mann wie Frau, ja, bitte umdenken, das ist so schwierig für mich. Also, du oder dein Gegenüber in Sache Liebe, Stapel 1, hat Verlustängste oder Angst, dass das rauskommt, ja? Stapel Nummer 1, in der Liebe. Stapel Nummer 2, Kommunikation, Liebesleben. Oh, schön. Liebesleben. Der Kern deiner Frage hat mit deinem Liebesleben zu tun. Liebesleben, das sich jetzt zum Besseren verändert. Also, die Kern deiner Frage hat mit deinem Liebesleben zu tun, die sich jetzt bessert durch die Kommunikation. Wenn du jemand, weiß es nicht, dass in deiner Situation zum Beispiel eine Pause gemacht hast, ja, oder lange nichts mehr gehört hast von jemandem, ja, oder jemand von dir, so oder so, dich oder dein Gegenüber repräsentieren, dann kommt hier wieder Kommunikation in Sache Liebe, ja, es wird sich bessern, ja, hab Geduld, ja, vertraue, dass es sich bessert wird. Ja, das ist alle Arten von Kommunikation, SMS, Telefonat, Facebook, Online, Internet, Brief, ja, okay. Stapel Nummer 2, das, was geht um Liebe, aha, bringe deine Liebe zum Ausdruck, jemand hat Gefühle für dich oder kann dich repräsentieren und traut sich nicht einen Schritt auf den Wunschpartner zu machen. Sei mutig und gehe einen Schritt auf deinen Wunschpartner zu. Wenn du das hier, die Mut hast, auf ihn zuzugehen, deine Liebe zu bestätigen, zu zeigen, zu sagen, dann kommt Veränderung in der Sache, in der Verbindung. Dann kommt Veränderung in der Verbindung. Ja? Stapel Nummer 3. Ja, sei locker, sei locker. Ja, hör auf, alles so sehr kontrollieren zu wollen. Und alle Türen werden sich öffnen. Wenn du hier locker bleibst, ja, das wird in Kürze etwas Glückliches auf dich zukommen. Aber bitte nicht kontrollieren, ja. Dann. Alle Türen werden sich öffnen und du kommst in dein Glück, wenn du locker bleibst.
In der Liebe, Stapel Nummer 3. Kinder haben Einfluss auf dein Liebesleben, kann dich repräsentieren, Entschuldigung, oder dein Gegenüber, ja? Und deswegen nur Freundschaft, ja? Deswegen nur Freundschaft momentan in der Liebe bei dir oder bei deinem Gegenüber. Da, weil Kinder im Spiel sind, ja? Kinder haben Einfluss auf dein Liebesleben, dich oder dein Gegenüber repräsentieren. Deswegen ist immer noch in dieser Energie da Freundschaft. Jemand weiß nicht, ja, so merke ich das jetzt. Jemand ist unentschlossen. Und deswegen bleibe nur in dieser Freundschaftsebene, wegen Kinder, okay? Ja, was geht hier weiter? Das nimmt mich Wunder. Das nimmt mich Wunder. Was kommt hier? Bleibt nur in Freundschaft. Ja, komm, ich mache noch eine Karte. Ja, das ist so... ja, okay. Kinder ist im Spiel, ja. Dich oder dein Gegenüber irgendwie hat... ja, ich will kein falsches Wort benutzen. Das überfordert einem oder... man hat mit mit Kindern nicht gerechnet und das ist ein bisschen, wo in die Länge zieht, oder? Und nur in dieser Freundschaft bleibt zwischen dich und deinem Gegenüber. Das Hauptthema ist Kinder, ja? Aber wie geht es da weiter? Bleibt so in Freundschaft, ja? Was entwickelt sich hier? Ja, je nachdem, wie man sich entscheidet, ja? Liebes Universum. Hier, Stapel Nummer 3, in der Liebe. Was ist da mit Kinder und Freundschaft? Bleibt das so oder was entwickelt sich? Was kommt hier noch für Botschaften? Liebes Universum. Was ist da? Was kommt noch hier? Ja. Ja. Ja, also. Also, Kinder ist ein Thema, ja? Freundschaft, wie geht es weiter? Ja. Ja, entweder oder. Entweder ja, Erfolgkarte, es kommt zu einer Bindung, ja? Es wird sich bessern, ja? Bleibt nicht so in dieser Freundschaft. Oder ja, es bleibt in der Freundschaft. Eins oder anderes Szenarien, ja? Und hier sind noch die Blockaden, Hindernisse. Kinder, wegen Kinderthematik kommt diese Bindung hier nicht so weiter. Ja? Es ist blockiert, macht die Verbindung schwierig. Man betrachtet die Kinder als Hindernisse. Ja? Hier. Entweder oder. Ja, es bleibt in der Freundschaft nur, ja, diese Verbindung. Oder ja, späterer Zeitpunkt kommt zu Erfolg. Je nachdem. Aber die Kinder ist ein Riesenthema. Ja? So sehe ich das. Deswegen ist blockiert diese Verbindung. Und nur bleibt nur in Freundschaft, ja? Okay. So, meine Lieben. Das war Orakel. Pfingstsonntag, ja, die Botschaft an euch. Und ich mache 3 über die Liebe, ja, Karte 1, 2 und 3, ja. Es gibt da noch Botschaften uns, die wollte raus. In Sache Liebe, kannst du auswählen. Die sind so schwierig zu mischen. Noch 2 Karten. So bleibt.
So, du kannst Karte 1, 2 oder 3 wählen. Die Karte kommt immer wieder. Diese Karte hier kommt immer wieder. Und ist eine meiner Lieblingskarten. Ein Balance, eine richtige gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Immer kommt diese Karte hier. So, Karte Nummer 1, was hast du? Verwandlung. Karte Nummer 2, Kraft. Karte Nummer 3, Geheimnis. Karte Nummer 1, Verwandlung. Deine Beziehung zu einer bestimmten Person wird von Tag zu Tag intensiver. Karte Nummer 2, Kraft. Kraft. Ich habe die Kraft, Nein zu sagen oder zu gehen. Kraft. Entschuldigung. Karte Nummer 3. Ein Geheimnis in der Liebe. Alles wird zur rechten Zeit offenbart werden. Der Schleier wird sich bald lüften. Ja? So. Komm, ich mache noch für Partnerschaft, ja? Das ist die Liebe hier und dann ziehe ich noch 3 Karten für, nur für Leute, die in Partnerschaft ist, ja? Karte Nummer 1, Partnerschaft, ja, nicht verwechseln. Hier hat mit Liebe zu tun und hier ist Partnerschaft. Karte Nummer 1, wenn du es gewählt hast, Unabhängigkeit ist ein Problem in der Partnerschaft. Dann Karte Nummer 2, alte Wunden, Problem. Alte Wunden ist Problem in der Partnerschaft. Und Karte Nummer 3, festhalten ist ein Problem. Festhalten. Also 3 Problemkarten der Partnerschaft, ja? So, meine Lieben, das war Orakel Sonntag, Pfingstsonntag. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.